Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Forest. Ich sollte laden, weil das dauert immer so lange. Viele von euch freuen sich auf die Gamescom, das finde ich toll, das tue ich auch. Heute wollen wir mal ein bisschen was bauen. Da hätte ich Bock drauf. Die Fallen muss ich mal gucken, ich hoffe, die sind nicht alle ausgelöst. Das war ein bisschen kacke, dass meine ersten zwei Fallen irgendwie scheinbar von Hasen ausgelöst wurden. Das finde ich ein bisschen blöd. Ich glaube, ich werde das ein bisschen so bauen, dass ich mit Palisaden mich nicht komplett einmauer, aber so die Richtung vorgebe, aus der die Eingeborenen jetzt angelaufen kommen. Und an die Seiten werde ich dann die Fallen stellen. Das wird die Strandseite sein, weil ich hoffe, dass da die Viecher nicht vorbeirennen. Ja, Following ist ein Alphabet, bla bla. Da muss man auch immer wieder drauf hinweisen. Wieso lädt er eigentlich jetzt erst? Ja, dann habt ihr geschrieben, ich hätte unendlich Arme. Finde ich ganz schön abgefahren, aber das ist gut. Dann kann ich nämlich noch ein paar Effigies setzen. Ich weiß, die wirken mal eigentlich erst, wenn die brennen, aber die muss man halt irgendwie alle 2 Minuten anzünden. Und ich kann nicht 10.000 Bäume fällen und dann auch noch die Effigies anzünden. So. Auf geht's. Liebe, schöne neue Welt, bau dich auf. Okay, also die Falle hier geht noch. Lol, die Fallen sind wieder aktiviert worden. Wie geil ist das denn? Sehr schön. Dann habt ihr mit dem Lockholder geschrieben, da muss ich C drücken. Okay. Wurde mir nicht angezeigt, aber dafür habe ich euch ja. So, erstmal wieder ein paar Stückchen. Ja, wir hauen einfach 11 von weiß ich wie viel Sticks da rein, dann ist das fertig. So, Sticks und Loks brauchen wir. Ach genau, wir geben die Richtung vor, haben wir gesagt, ne? Dann gucken wir mal. Palisaden. Custom Building war das, oder? Genau, Defensive Wall. Wall with Window, ohne Spaß. Wo war das denn nochmal? In welchem Spiel, wo Peter auf die Idee gekommen ist, unbedingt ein Fenster mit reinzubauen. Das war die dümmste Idee, die er haben konnte. Rust. Ah ja, Rust, genau. Stimmt. Das war die dümmste Idee, die Peter je hatte. Bauen wir doch mal ein Fenster mit rein, das sieht schön aus. So, machen wir den Quatsch jetzt hier so hin. Geht das? Ja, sicher geht das. Alles klar. So, dann müssen die nämlich durch die Tür hier kommen. Bauen wieder eine Defensive Wall. Bauen es jetzt hier ein Vor. Bums. So, die Seite hier machen wir komplett zu. Weil aus dem Wald kommen die auf jeden Fall. Zweifelsfall kann ich ja auch noch immer zum Meer. So, kann man dich nicht hier irgendwie andocken? Geht das nicht? So. Jetzt muss ich wahrscheinlich 30.000 Bäume fällen. Komm schon. Nein. Oh. Dass man es nur in eine Richtung drehen kann, ist irgendwie ein bisschen suboptimal. Was ist das denn? Oder buggen die bestimmt durch? Egal. So. Das heißt, die müssten eigentlich aus der Richtung hier kommen. Ja, komm, einen können wir noch. Ja. Und Spaß, ich kann gleich den ganzen Wald abholzen. Ja. Nein! Ja, nein, 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 Spiel, was tust du? Oh nein, das ist immer der Nachteil, wenn diese Sachen automatisch aneinander gefügt werden. Ja, so ungefähr. Dann bauen wir nämlich jetzt hier noch eine Falle hin, und zwar eine ordentliche. Was haben wir denn hier? Noose Trap. Ah, die Happy Birthday Trap, die finde ich eigentlich geil. Weiß zwar immer noch nicht, wie die funktioniert. Die fällt doch einfach um. Oder nicht? So, Röms. Alles klar. Wie sieht das mit Essen aus? Ich könnte mal wieder einen Lizard gebrauchen, einfach nur just for the lols. Dann zünden wir mal unsere Effigies hier an, die wir hier alle schön gebohrt haben. Auf das Ding hier bin ich ja mega stolz. Okay. Feuerzeug-Sound gibt's nicht mehr. Scheinbar. Ein schöner Arm-Effigy.
Was ist denn mit dem Sound los? Ich habe Soundbugs. Was soll das? Stimmt, und neue Effigies wollte ich bauen. So, da ich unendlich Arme habe, werden wir einfach so ein Arm-Effigy hier hinklatschen. Können wir das nicht mal hier hin machen? Die Falle hier ist doch ausgelöst. Ja, die ist broken. Fuck. Juhu! Unendlich Arme haben ist geil. Tatsächlich alles mit Arm-Effigies voll. Was ist das denn? Komm voll um. Nein, nicht wieder diese Wurfsteine einsammeln. Oh. Jawohl, und da brennt es auch schon. Ich meine, wenn wir schon haben, ne, dann. Dann können wir ja auch. Zack. Der nächste. Okay, das Stückchen ist weg. Da ist ein. Ach Mist, da war eine Echse. Ich brauche schon wieder Steine. Oh Gott. Da kommen sie. Uiuiui. Ui, ui. Die Wumme ausgepackt. Das Blöde ist, jetzt sehe ich die nicht mehr so gut. So, Freunde, meine Effigies brennen alle. Wie macht jetzt nicht einen Abgang? Wo sind die denn jetzt? Hm. Und Spaß, ich sehe die nicht mehr. Vielleicht sollte ich mal leuchten. Mit der Flare Gun. Da hinten sind sie. Da. Die gehen tatsächlich nach links weg. Das wäre ja mal optimal. Das heißt, die machen endlich mal einen Abgang und kommen nicht alle angerannt. Mhm. Ja, der Schädel-Opa macht schon mal einen Abgang. Das ist gut. Na dann. Ja, ich hoffe, die führen irgendwann mal ein, die Dinger hier, dass man die reparieren kann. Das wäre mal awesome. Wieso ist mein Arm-Effigies nämlich schon wieder aus? Warum macht ihr das nicht an? Warum zündet das an? Oh fuck, da steht ja noch einer. Da steht ja noch einer. Oh, oh, oh. Oh, oh. Aber gesehen haben die mich noch nicht, wa? Boah, ich hoffe, ich kriege den Sound. Diese... Ja, was ist denn das überhaupt? Das hört sich ein bisschen an wie eine Harfe. Dann haben die einen ja gespottet. Ohne Spaß, die bleiben jetzt aber nicht ewig da stehen, wa? So, dich sehe ich. Mal gucken, was der macht. Wenn er jetzt längere Zeit da rumstehen bleibt, dann gehe ich dahin und rotte die wieder aus. Ach, Jungs, ey, lasst mich auch nicht einen Tag hier mal bauen. Jetzt bleiben die wie angewurzelt da stehen. Das ist ja geil. Hm. Okay, ich gebe dir noch 20 Sekunden, dann komme ich dahin und mach dich weg. Wo kommen denn eigentlich die ganzen Möwen immer her? Was wollen die denn alle hier? Gibt doch nichts. Ja, jetzt rennen sie weg. Weiß zwar nicht wieso. Aber da haben die nochmal Glück gehabt, muss ich ja sagen. Sonst, So, kann ich jetzt hier mal was machen? Oh, jetzt fängt an zu regnen. Im Ernst?
Steine, ich brauche Wackersteine. Mein Mega-Effigy hat die alle abgehalten. Da kannst du das Ding hier jetzt mal anzünden, das ist ja der Hammer. Ich will das nicht mehr anzünden. Geht das vielleicht eine Zeit lang dann nicht? Ich meine, sowas wie Blätter müsste ich ja noch unendlich haben. Die sammelt man ja hier laufend ein. Ach ja, dazu gibt's auch, falls ihr es noch nicht gesehen habt, in unserem, beziehungsweise in dem neuen Best-of von Juli, gibt's da von Bram etwas zu. Wo sind denn hier Blätter? Fand ich ziemlich witzig. So, jetzt komm mal her, du Spacken. Also, guck mal. Bam! Oh, der hat sogar einen Satz gemacht, hammer geil. So, hier, guck mal hier, Steine, Stöcke, alles, was das Waldherz begehrt. Noch mehr Steine. So. Noch ein Stein, da ist mein Arm-Effigy fertig und es brennt und ich habe wieder Feuer gemacht. Hammergeil. So, jetzt können wir endlich mal hier so einen Baum fällen. Ohne Spaß, ich habe gerade gedacht, neben dem armen Effigy, der Busch da, das wäre einer. Ich muss ja zugeben, ich habe so ein bisschen den Respekt vor denen verloren. Das ist eigentlich nicht gut. Baum fällt. Bitte in meine Richtung. Jawohl, jawohl, das sieht gut aus. Perfekt. War knapp. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Ich hab die Axt fallen lassen. Egal, wir bauen uns eine neue. Was machen die denn da am Strand? Okay, die haben mich gesehen. Fuck you. Da geht der erste schon mal drauf. Nummer 2. Und 3 und 4. Und da fliegen meine Baumstämme durch die Gegend. Die ist tot. Ich will eine neue Axt bauen. Wieso bin ich denn jetzt voller Blut? Das ist doch Quatsch. Ich habe die doch abgeschossen. Ja, das mit dem Lockholder habt ihr im Auge geschrieben, das soll ich mit C machen, habt ihr gesagt. Ach, das so funktioniert doch. Nice. Jetzt können wir uns erstmal waschen gehen. So. Schön waschi-waschi machen. Wo war das denn mal her? Ach ja, Werner. Woher sonst? Okay, und schon haben wir neue Körperteile. Ja. Bumm. Oh, guck mal, da ist eine Hüfte. Und ein Kopf. Ich kann momentan nur einen Kopf tragen, habt ihr mir gesagt. Das finde ich ein bisschen schade. Und Spaß, jetzt stehen hier Leute rum. Und ihr habt meine Baumstämme weggemacht. Das finde ich frech. Jetzt kann ich wieder... Hier waren so viele Baumstämme. Okay, ich brauche mal wieder mehr Stöckchen. Ja, hier, was ist denn hiermit? Das ist so creepy, wie die einfach nur rumstehen, ne? Kann halt nicht mal aufhören zu regnen. Ich hasse Regen. In allen Spielen. Warum nimmt man diese Wurfsteine? Oh, Moment mal. So, ich werf den ersten Stein. Lol. Erstmal daneben. Wo ist denn jetzt der Stein? Ah, egal, wir nehmen mal normale Steine. Aber der Witz, jetzt weiß ich nicht. Wenn das hier jetzt einer wäre, der noch leben würde, dann wird er mich jetzt hart in den Arsch ficken. Okay, der wirft etwas rechtzeitig. Ohne Spaß, du wirfst wie meine Oma, ey. Aha, der wirft die Steine auch noch durch die durch. Ja, geil. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass die verbuggt sind. Schaden habe ich keinen bekommen. Die können ja auch nichts, die holen. So, ich brauche mehr Baumstämme.
Lagen hier nicht noch welche rum? Und Stöckchen. Ja, jetzt sind wir irgendwie wie bei Minecraft so ein bisschen in der Bauphase. Ohne Spaß, die machen mich voll fertig. Hier liegt noch ein Baumstamm, haben wir geil. Aber das muss ja auch mal sein. Oh, noch mehr Stückchen. Ich muss meine Effigies wieder anzünden. Guck mal hier, das geht auch fast aus. Geht das jetzt mal? Warum kann ich die Effigies nicht mehr anzünden? Was soll das denn? Das geht nicht mehr, Mama. Die sind kaputt. Ja, das funktioniert. Ich hab da hinten wieder irgendwie ein Schreien gehört. Aber die armen Effigies kann ich nicht mehr anzünden. Vielleicht kann man die gar nicht. What the fuck? Achso, er muss das Feuerzeug neu machen. Alter. Jo, Stöckchen sammeln. Mehr Stöckchen sammeln. Boah, Alter, hier sind ja 1000 Stöckchen. Immer geil. Moment, fällen wir den Baum? Nein, wir fällen den Baum hier. Roms, Roms. Ich hätte gerne eine Kettensäge. Die würde in dem Spiel, die würde dem Spiel gut tun, würde ich mal sagen. Die hätte ziemlich viele Verwendungsmöglichkeiten. So, Baum fällt in... Nein! Leute, im Ernst? Nur zwei, drei, vier... Oh, oh. Die haben mich gesehen. Die haben mich gesehen, die haben mich gesehen, die haben mich gesehen! Pack mal den scheiß Leiter weg. Wo sind die denn jetzt? Ohne Spaß. Wo zur Hölle sind die? Dass die mich gesehen haben. Die waren hinter mir, aber... Ich sehe da keinen von. Sind die jetzt auf die Bäume gekraxelt? Ich will jetzt nicht mehr in den Wald. Mama, ich habe Angst. Dann machen wir doch direkt nochmal Feuer und nehmen den Baumstamm auf. Renn, 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 renn. Möwen. Ja, kommt doch. Könnt euch noch so ein paar Gebeine von euren Vorfahren abholen. Guckt ihr mal, wie viele Bäume ich schon gefällt habe. Das ist ja jämmerlich, was ich bisher gebaut habe. Ja, mal ohne Witz. Das kann doch nicht sein. Wo sind die denn jetzt? Vielleicht sind die weggerannt und holen jetzt Verstärkung. Das fände ich nicht so pornös. Die Effigies, die die gebaut haben, sind übrigens wieder verschwunden, ist mir aufgefallen. Vielleicht haben die Schnauze voll, weil ich zu viele von denen getötet habe. Oder ist einfach nur ein Bug. Das kann natürlich auch sein. Was ist das denn hier für ein jämmerliches? Also. Ich würde sagen, wir fällen noch einen Baum, dann machen wir zumindest mal die erste Palisade fertig. Steinchen. Uiuiui, da war ja schon wieder Action am Start, ja. Juhu, Falle fertig. So, Baum fällen. Hier sind nicht mehr so viele Bäume. Außerdem wird es dunkel und ich habe Hunger. Wo ist denn hier jetzt der Baum? Ich sehe den Wald voll. Ich sehe den Baum vor lauter Wald nicht. Ja, den hier nehmen wir mal.
Räums, Räums, Räums. Das ist eigentlich auch voll gut, wenn die Toten rumstehen. Das ist doch so wie ein, naja, halbtot lebendes Effigy. Ist doch viel geiler als diese komischen, wobei ne, die Köpfe, die Arme, die da rumstehen, na gut, die sind schon ein bisschen mehr. Die sind schon beeindruckend, ne? Aber sowas hier, da siehst du die Leere in ihren Augen. Oh, die Sonne geht unter. Das ist nicht gut. So, Palisade 1 steht. Nur noch 20 to go. Da ist noch mein... War hier nicht noch einer? Hauptsache die Stöckchen. Oh, jetzt wird es aber mega dunkel. Uiuiui. Was ist denn hier mit dem los? Der will nicht mehr. Alter, ohne Spaß, jetzt muss ich mit den Pfeilen hier aufpassen. So, wir essen aber jetzt ein Ründchen. So, mach das Feuer mal größer, dann gebe ich heute mal Echse zur Abwechslung. So, wenn die Echse fertig gebraten ist, können wir nochmal alles hier anmachen, was brennen kann. Und dann gehen wir auch schon wieder schlafen. Boah, ohne Spaß, das geht viel, viel zu schnell rum. Wie soll ich denn in einer Folge hier was geschissen kriegen? Komm schon. Für die Leute, die übrigens zur Gamescom kommen, hoffe ich, dass ihr schon wisst, wo ihr pennt. Jawohl. Denn Köln ist voll. Das Boot ist fast voll. Und Spaß, die kann man nicht anzünden. Kann sein, dass man die gar nicht anzünden kann? Naja, das hier brennt. Das brennt bis in alle Ewigkeit. Nö. Ich glaube, die kann man nicht anzünden. Machen wir das hier nochmal ein bisschen größer. Ja, guck mal an. Das ist doch schön. Das da kann noch brennen. Nehmen wir noch das Stöckchen mit. So, Moody, du brauchst keine Angst mehr im Dunkeln haben. Ach, guck dir an, ey. Das ist doch schön. Wunderbar. Und pennen. Ich hoffe, jetzt passiert nichts. Dass mich irgendwie die Eingeborenen entdecken. Nein. Okay, es ist immer noch Nacht. Wobei, die Sonne geht gerade auf. Das ist doch die perfekte Voraussetzung, um in der nächsten Folge mal ein bisschen über die Insel zu wandern. In Höhlen zu gehen. Ich habe nämlich immer noch keine Seile und so ein Quatsch. Und ja, ich habe mal wieder Bock auf Koffer plündern und die Eingeborenen können uns ja sowieso nichts mehr. Das heißt, morgen gehen wir die mal ausrotten. Dann drehen wir den Spieß mal um und gehen die mal besuchen. Fände ich eine super Idee. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch der ganze Quatsch hier gefallen hat, vergesst nicht wieder den Daumen zu setzen. Und ansonsten sehen wir uns morgen um 16:30 Uhr zu einer neuen Folge von The Forest. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Tschüss!